Billig-Intro, denn ich hab noch immer keins. Kapitel 1. Ein hundsgemeiner Hinterhalt. Bin feuerbereit. Steck das Satchel auf die Straße. Das mit dem Hinterhalt hier können wir halt so machen, dass wir also ich schieße auf die Fahrzeuge, aber dann sehe ich sie erst nach 200 Metern. Und dann, wenn sie uns vorbeiziehen, können wir hinterher schießen. Ja. Und da hinten ist wieder der Heli, ganz im Osten. Ja, der wird seine Rückflugroute vom Dings abhängig machen. Von seiner Landeposition. Das ist meine Position hier. Und bis der Heli nicht weg ist, kriegen wir keine Fahrzeuge. Leimblätter ab, das war eine schlechte Idee. Was ist denn hier oben? Genau. Ich glaube, das ist ein bisschen zu offen, gerade wenn der Heli kommt. Kannst du da runterspringen ohne Verletzung? Unwahrscheinlich, ich würde es auch nicht ausprobieren. Der Heli ist, glaube ich, gerade abgestürzt. Ich denke nicht. Also ich habe hier keine Wärmesignaturen Richtung Feind. Ich bin mir sehr sicher, dass ich hier nicht runterspringen kann, ohne mich zu verletzen. Ja, spring mal auf mich. Ich bin verletzt. Also selbst wenn wir jetzt nicht kämpfen und keine Feinde kommen, haben wir... Da kommt ein Schrapp. Wirklich eine schöne Position gefunden. Klasse, gefällt mir. Wir müssen aber auch mal was tun hier, ne? Was kannst du? Hast du den Heli? Bist du bereit? Ja, Heli ist süd-südöstlich. Heli ist jetzt gleich östlich. Ist der weit weg. Und es ist ein großer. Vergiss es. Ah. Fahrzeug! Fahrzeug, endlich! Way! Bitches, laden wir die Leichen ein. Ach komm schon. Ich bin auch runtergesprungen. War so aufgeregt. Jetzt wissen sie auf jeden Fall, dass wir da sind. Ja, jetzt wird's lustig. Ah, klasse. Wenn wir vom Scharfschützen ausgeschaltet. Beide. So, wo sind die Leichen? Im Fahrzeug nehme ich an. Oder? Lauf nicht ins Feuer. Mann, wie sollen wir denn an die Leichen kommen? Jeremiah Rose und Leon also. Hilke, oh nein! Oh, lange ist her, Leon, will das nicht. Ich merke es. Hilke. Okay, ich guck mal ganz oben. Ja, hier ist perfekt fürs MG. Klasse, damit werden sie nicht rechnen. Oh fuck, jetzt bin ich nervös. Hast du noch eine Satchel? Nein. Der Heli ist interessant. Siehst du das im Osten? Nein. Ich glaube, er landet dort. Leon. Oh, wie er ist gerade abgestürzt. Der sich jetzt. Ja. Ja. Wie geht es euch denn so? Jetzt scheiße. Ach, warte, wir werden jetzt bestimmt nicht darüber talken, ja? Nein. Wir müssen Hinterhalte machen. Ich muss erstmal die Sichtreichweite hochsetzen. Weil hier oben sehe ich wirklich alles. Da kommt ein neues Fahrzeug. Neuer Ifrit kommt rein, Leon. Check. Ist in 20 Sekunden bei uns. Hier am Fenster. Oh Gott. Wo schieße ich denn am besten auf das Fahrzeug? Wo ist seine Schwachstelle? Gar keine. Er hat eine gepanzerte Scheibe. Ich trinke sie also nicht. Also auf die Reifen? Hat er angehalten? Nein. Er fällt die Straße runter? Ja. Jetzt bricht er aus. Wo lang? Welche Richtung? Wasser. Ein Kopfschuss. Links, geht ins Gebäude, im Gebäude, unter uns. Check. Werfgranate. Green gerade erwischt. Nein, der ist im Gebäude, unter uns. Der wird versuchen, uns jetzt mit einer Granate zu Leon. Erledigen. Das wird ihm vermutlich auch ganz gut gelingen. Noch ein Fahrzeug. Oh, klasse. Dein Ernst?
Hab ihn. Nein. Auch er ist am Fahrzeug. Achso, du hast ihn im Sinne von, du weißt, wo er ist. Ah, oh, er hat mich. Oh. Ah. Und sein Teil. Ja. Ah, hätten den Jeep mitnehmen sollen. Mit dem M2 wären wir durchs Glas gekommen, oder? Ich glaub schon, ja. Kapitel 2. Der Meinungsverstärker. So, das wird gleich richtig gut. Ich glaube, wir sterben sehr schnell. Ah. Komm mal langsam. Wir haben eben schon einige mitgenommen. Deine Satchel war richtig gut. Wer macht den Scout? Ich. Du schießt. Du machst den Scout. Wobei, es macht mehr Sinn. Der Scout ist auch der Schütze. Hä? Ja, der Fahrer sitzt drin. Mit dem Gasdruck geht er auf die Straße. Und der Scout ist hier auf der Seite. Und beide treffen sich in der Mitte. Ja, quasi hier. Hier wird gescoutet. Aha, aha. Bewegung, Bewegung. Nein, 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 nein. Jetzt! Und dann rennt er in die Mitte. Fahrer kommt angefahren. Schütze steigt auf. Du meinst, MG wird vor. Das klappt so gut. Wir üben mal. Okay. Ich richte schon mal das MG aus. Okay, warte. Bereit. So, jetzt siehst du einen Gegner. Du musst ein Stück nach hinten gehen. Was machst du denn da jetzt? Ja, ich bin zu dir gerannt, weil ich einen Gegner... Nein! So. Geh mal ein Stück nach hinten, nach rechts. Ja, so, genau. Okay. Jetzt siehst du einen Gegner. Da kommt einer die Straße runter. Ja. Klasse. Wird funktionieren. Achtung, ich stehe hinter dir. Okay, bin weg. Das ist das Einzige, was wir können, ne? Hinterhalte legen, dreckige 30 Minuten warten. Eins oder zwei Kills machen, dabei draufgehen. Und yeah! Weißt du noch damals? Yeah, yeah, yeah! Also würdest du jetzt wirklich gerne diesen Helikopter runter? Kontakt! Was? Feindliches Fahrzeug! Wo? Hinter uns! Hinter uns? Ach komm schon, verarsch mich nicht. What the fuck? Zwei feindliche Fahrzeuge. Wie kommen die da hin? Machen die da jetzt auch einen Hinterhalt? Hä? Dicker, ich hab keine Ahnung. Ich halte meine Augen. Noch ein feindliches Fahrzeug! Hä? Mann, wir machen hier Hinterhalte. Das ist das, was wir machen. Jetzt erzähl ich. Ja. Aber hey, ich muss zugeben, guter Schuss. Also, oder gute Schüsse. Bin beeindruckt. Der liegt noch drin. Sie kommt zurück. Nee, da hinten landet der Heli. Was machen wir jetzt? Also, würde ich fast schon sagen. Roter Heli. Nee. Doch, der ist da eben hinten gelandet. Das ist schon richtig. Ganz ehrlich. Warum kommen dort feindliche Fahrzeuge? Werden vermutlich im Westen gewesen sein. Ist das die primäre Zufahrtsstraße für den Gegner? Nee, es gibt nur die, auf der wir hier sind. Es gibt nicht noch westlich, weiter westlich eine, wie du siehst. Warte mal, ich hab da... Bräuchten echt noch jemanden, der gerade am Steuer sitzt. Vergangen. Leon, denn wenn du jetzt einen Gegner spottest, dann muss ich erstmal auf den Fahrersitz springen und alles. Hinter uns dürfte es heute erstmal relativ clean sein. Was ist mit dem Heli da oben? Ja komm, wir fahren jetzt mal so auf die Mitte der Zufahrtsstraße und dann holen wir die Drecksack runter. Willst du schießen, soll ich schießen? Ich bleib hier. Wirst irgendwann erkennst du mein Talent beim Fahren. Kann man durch diesen Zaun brechen oder das? Ja, kannst du. Ja.
100 Meter, 200 Meter nach Osten. Ja. Hier ist gut. Okay. Perfekt, Leon. Position oder Position? Perfekt. Ja, der ist alles perfekt jetzt. Ich behalte unseren Rücken im Auge. Heli wirst du vermutlich selbst sehen. Vielleicht fährt da so ein Konvoi durchaus. Eigentlich ist das auch ein guter Hinterhaltspunkt hier. Wenn wir das Fahrzeug danach noch wegbringen. Das sieht gerade original aus, wie sie gerade die ganzen Videos aus Syrien. Siehst du da das feindliche Fahrzeug? Ja, das sehe ich. Das fährt Richtung. Was zurück. Machen die da? Was? Das ist die falsche. Das sind NATO-Jungs. Stehen da jetzt. Jetzt fahren sie wieder zurück. Soll ich sie beschießen? Ja, schieß. 300 Meter. Weiter rechts. Oh, fuck. Viel zu schnell. Okay, stopp, Feuer einstellen. Du bist dir wirklich sicher. Vielleicht haben sie uns noch nicht entdeckt. Fuck, haben wir gerade. Bist du? Ja. Achso, das war hinterm Busch. Da ist noch ein feindliches Fahrzeug mit einem MG-Aufsatz. What the fuck ist hier los? Junge, was ist los bei dir? Wie geil ist das denn? Ich weiß nicht, ich bin dafür geboren, wie es scheint. Er rollt weiter rechts, da rennt, er rollt. Ich sehe ihn noch. Ich hab noch 19 Schuss, ich sehe ihn nicht mehr. What? What? Wir waren eigentlich für Helis hier, ne? Ich mach das MG leer. Ich seh ihn. Ich seh da hinten einen. Der beobachtet uns. Guck mal, Richtung 320. Auf der. Fast schon auf. Ja, fucking 320. Auf der Hügelkuppe. Ja. Wir beobachten uns gerade gegenseitig mit Fernglas. Er ist zu weit weg. Ja, fuck it, wir müssen hier weg. Ja, wohin denn? Ich weiß es nicht, erstmal weg. Zu der Ruine da wieder. Wir machen das mit dem Hinterhaltplan. Nein, ja, können wir machen, aber der sieht uns, der beobachtet uns. Da hinten, die Richtung, die ich. Wo willst du jetzt hin? Erstmal kurz eine andere Richtung. In die Richtung, die ich gerade geschossen habe, da stand einer hinten. Das war einer von den Fahrzeugjungs, das ist der Fahrer gewesen. Der ist ausgestiegen, hat uns jetzt gerade mit dem Fernglas beobachtet. So, wo sind jetzt hier die Helis? Wo sind die Helis? Wo sind die Helis? Helikopter. Helis. Das hast du schlau gemacht, direkt hier unter einer Stromleitung, die jeder Pilot unterfliegen will. Sag mal, hier sind wir. Okay. Wir können uns gleich wieder ein bisschen verlegen. Wo ist mein Freund? Wo ist mein Bub? Der mich eben so süß angeschaut hat mit seinen tollen Augen. Weißt du, dass die wegen uns diese Helis mit MG entfernt haben? Ja, ich denke auch. Garantiert. Also wegen Leuten wie uns, sagen wir es mal so. Ja, wegen Leuten wie uns, die da einfach Teamwork gemacht haben mit der Minigun und alles, ne? Ja. Und weißt du, wenn wir das jetzt hier mit dem M2 machen, dass sie die dann auch noch rausschneiden werden? Ja. Also genießen wir es, solange es noch da ist. Just a small town girl. Living in a lonely world. Der Kerl steht immer noch da hinten, beobachtet uns bei seinem Fahrzeug. Wo denn? Jetzt versucht er sogar auf uns zu feuern, Richtung 323, 1 Kilometer. Helis, wo sind sie? Helis. Hallo. Ah, eine Rauchwolke da hinten, Absturz oder was? Feindliches Fahrzeug, Süd-Südwest wird die Hauptstraße nehmen. Wollen wir? Wir wollen. Ja. Einfach in den Weg fahren? Ja. Wir werden dabei drauf gehen. Ah. Ja. Oh. Alter, komm schon. Reifen kaputt? Nee, alles gut. Erstaunlicherweise. Das Auto kommt die Straße runter, oder was? Ich denke doch. Hast du es gesehen? Ja.
Ja, da fährt's auch schon. Ich seh's. Ist ein Hemd. Fahr weiter, fahr! Fahr! Dann fahr woanders, Mann, wir verfolgen es! Okay, wir verfolgen es! Los, ist nur ein scheiß Truck! Oh nein, der ist in einen anderen Hinterhalt reingefahren! Fahr! Fahr! Deswegen stand da. Fuck, bin tot! Fahr! Oh, bester Hinterhalt ever. Oh, du bist verfolgt von einem anderen Fahrzeug hinter dir. Ernsthaft? Ja, es sind zwei Leute drauf. Oh Gott, Leon, was für Kämpfe hier in den Steppen von Altes. Kapitel 3. Leons Vorahnung. Leon? Ja? Kommst du? Ja. Warten wir alle nur auf dich. 4, 3, 2, 1. Diese Runde, ey. Meine Fresse. Du fährst? Ich fahre. Will der Rotpuls noch mit? Ja. Passt der noch rein? Ja. Irgendwo findet er schon Platz. Ich frage mich nur gerade, wo, um ehrlich zu sein. What the fuck? Mann, was für ein Battle-Mobil ist das denn heute hier? Killstreak auf 10 stopped, huh? Aha. Der feuchte Traum, ja. Mit mir am Steuer erst recht. Fahrt, vom Kontakt voraus! Was? Was hab ich gesagt? Schießen, alle Mann, schießen! Wo sind sie? Wow! Oh, Scheiße! Oh Gott! Oh Lord. Wir waren so eine dicke, fette Traube, die auf dem Weg. Oh Gott. Ich schreibe noch Will We Dream of Every RPG. Vor uns die Sprengladung. Jetzt kaufst du aber. Vor allem, ich hab grad auf die Karte geschaut, ne? Und auf einmal so, ja, Hinterhalt, und ich mach die Karte zu, und der verfolgt uns hinten auch so ein Ding und ein Camp, weil er die ganze Zeit so vor meine Füße. Okay. Ah. Weißt du, wie wir es jetzt machen? Jetzt mit dem Raketenwerfer oben als Gunner. Nein, ich hab auch... Nein. Ich sehe den Feind, aber er hält mich an. Was? Wo? Wo? Vor uns, Mann. 11 Uhr. What? Er fährt zu. Leon am Boden, Leon am Boden. Goddammit. Holy shit! What?! Eins. Zwei. Kommst du, Leon? Lebst du wieder? Ja. Das ist hier ein heftiges Battle, kann ich dir verraten. Ich kämpfe mit. Ja, okay. Ja, okay.
Und jetzt kriegen wir Verstärkung von dem von Andy von der anderen Seite. Was? Los, töten wir die Überlebenden. Klasse. Alle tot. Selten irgendwelchen Random-Spielern so verbunden gefühlt wie jetzt gerade. Ja, das war episch. Ja, aber vermutlich, weil alle einfach jetzt nur ihr Kackfahrzeug wieder haben wollen, um weiterzufahren. Kapitel 4. Outtakes. Siehst, guck mal. Hier, Rosi, komm mal ganz schnell her. Ganz schnell zu mir. Guck mal hier durchs Fenster, was fällt dir auf? Hi. Leg ihn um! Leg ihn um! Leg ihn um! Scheiße! Scheiße! Wir müssen hier. Er liegt da so, ne? Aber ernsthaft, hier kommen in 2 Minuten welche rein. Ja, komm, wir flüchten in den Süden. Können wir nicht. Ich geh hoch. Was? Du stirbst? Nein. Digga, you dead. Du bist dead. Ich bin tot. Scheiße. Oh Mann. Lassen wir Hercules und D-Dogs mal den Vortritt. Ganz schöne Independent-Konzentration. Wir sind die einzige Independent-Konzentration hier. Es kann nur eine geben. Wie ist denn rechts rüber? Ich glaube, ich werde beschossen. Rechts rüber, Leon, komm. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, aber gut, machen wir. Ja, wir haben dann Deckung vor der Stadtinneren und. Halt, Fahrzeug! Fuck! Oh shit! Schieß, schieß, schieß! Fast and Furious Tokyo Drift. Billig Outro. In der Hoffnung, dass meine treuen Zuschauer anderen von mir erzählen.